Frauen sind gar nicht an einem Gleichberechtigten gegenüber interessiert oder so, nur so lange daran interessiert, bis sie ihn im Kästchen haben, sprich nur so lange, bis sie ausgetestet haben, ob seine Begehrensbegierde sich ausdauernd genügend intensiv auf sie richtet, dass sie am Ende das letzte Wort immer zu haben und das erste auch, wobei es in der Machtausübung gar nicht um diese bipolare Spielereien und Kämpfereien und Raufereien, wie sie Männer untereinander betreiben, im Kräftemessvergleich oder im Schlauigkeitsmessvergleich erproben, sondern nur, ob das Ding hinhaut, dass die Avancen, die Energien, die Macht, die Worte, die Versprechungen, die Subsidiarien auch genügend zuverlässig und fürsorglich und lediglich letztlich bedingungslos von den anderen angeliefert werden, vom zweiten angeliefert werden, damit sie an den dritten Ort weiter transportiert werden können. Denn darum geht es. Das Männchen ist fixiert und adduziert auf das Objekt klein a, das nie erreichbare, das immer sich entziehende, und zielt dann auf die andere Seite, derjenige, von dann denen man sagen muss, nicht alle Phi von X oder alle nicht Phi von X und einige und nicht einige Phi von X, also auf die weibliche Strukturseite, mit diesen beiden Schenkeln, zwischen denen das Objekt klein a herumschwirrt in einer Nebelwolke, und welche Schenkel wie die Zeiger der Uhr, die nicht 5 vor 12 stehen, sondern irgendwie 10 vor 7, wobei der eine Zeiger auf der gleichen Seite auf das große andere der Abgöttlichen gespreizt, ausgespreizt ist und der andere Schenkel auf die männliche Seite herüberbeamt, wo er auf das große Viech zielt.